Das ist die Luftscharmskum. Warte mal, was ist denn das? Das ist irgendwie eine Heuschrecke oder sowas. Das ist voll eklig. Naja, also Kammerjäger wäre ehrlich gesagt schon gefragt. Naja, okay, fangen wir einfach nochmal an, oder? Also, herzlich willkommen bei der Top-Trend-Show. Unser erster Web-Trend heute ist TripMonkey. Also TripMonkey ist in erster Linie ein Vermittlungsportal für private Schlafplätze. Das heißt, auf der einen Seite kann man da günstig bei anderen Leuten privat übernachten, wenn man mal in andere Städte reisen will. Und wie gesagt, auf der anderen Seite kann man bei sich auch einen Schlafplatz anbieten. Und dann kann man halt Leute bei sich aufnehmen und kriegt dafür Monkeys. Das sind unsere Verrechnungseinheit. Wenn ihr mehr Informationen darüber haben wollt, könnt ihr euch natürlich das gesamte Interview mit Simon runterladen. Außerdem haben wir hier noch ein Special für TRND-Mitglieder. Also die ersten 20 von euch, die sich hier einschreiben, können je 10 Freimonkeys gewinnen. Die könnt ihr dann einsetzen, wenn ihr das nächste Mal in Urlaub fahrt und könnt praktisch den anderen TripMonkey damit zahlen. Mal schauen, wie sich das weiterentwickelt. Das vorhin war übrigens wirklich eine Heuschrecke für all die, die sich etwas gewundert haben. Und es handelt sich natürlich um einen weiteren Trend. Die meisten von euch wissen schon, ihr wolltet ja sogar, dass ich die Dinger esse. Tadadada, so im Chips-Format, wunderbare Heuschrecken. Hier in Geschmackssorte Bacon and Cheese. Ich finde es richtig eklig. Hat mich auch etwas Überwindung gekostet, das Ding im Mund zu stecken. Vom Geschmack her muss man sagen, gar nicht so schlimm. Es gibt sie in allen verschiedenen Chips-Varianten, also Salt and Vinegar, Bacon and Cheese. Hier haben wir nur Käse, dann gibt's Sour Cream and Onion, also was immer das Chipsherz begehrt. Und was ich halt noch ehrlich gesagt viel ekliger finde, sind, es gibt auch Larven. Die sehen noch ein bisschen ekliger aus. Vom Geschmack her gut, genau wie künstliche Chips. Ich werde die jetzt ehrlich gesagt den Perkins unterjubeln, weil ich bin nicht die Einzige, die diese Dinger in dieser Sendung isst. Insofern werde ich die jetzt mal draufstreuen und zu unserem nächsten Webtrend gehen. Der ist nämlich in der Küche. Ich bringe dir was ganz Tolles mit. Ich sehe schon, du machst Brote. Ja. Es geht nämlich heute um Knoblauchbaguettes mit diesem Superspray. Und zwar ist es das Knoblauch-Naturspray. Ohne Konservierungsstoffe, ohne Geschmacksverstärker. Oh mein Gott. Und trotzdem, wenn man es draufsprüht, ist es anscheinend 6 Sprühe sind eine ganze Knoblauchzehe. Okay. Hast du dein neues Deo mitgebracht? Ja, so zur Abschreckung. Ja, genau. Falls ihr mal in Ruhe gelassen werden wollt, würden wir es dir empfehlen. Weil es riecht so schon sehr extrem. Riech mal. Also sollen wir mal so Testdinger machen? Ich mache jetzt auf jedes 2. Also während wir aufs Knoblauchbaguette warten, es riecht schon, obwohl wir ja nur dieses wunderbare Spray drauf getan haben, könnt ihr euch schon mal den Videotrend anschauen. Und das ist heute von einer Sprachschule, von der Berlitz. Ich weiß nicht, ob ihr es kennt, wahrscheinlich. Das war dieses We are thinking, we are thinking. Und die haben jetzt auch andere Dinge gemacht, wie zum Beispiel den berühmten MC Hammer Song, perfekt übersetzt. Für jeden, der es davor noch nie verstanden hat, gibt es jetzt die Übersetzung, also schaut rein. Servus. My music hits me so hard, makes me say, oh my lord, thank you for blessing me. What am I to run and do like me? It feels good when you know you're down. A super dope homeboy from the Oak Town and I'm known as such, and this is a beat, you can't touch it. I told you, homeboy, can't touch this. Yeah, that's how we living and you know you can't touch this. Look in my eyes, man, you can't touch this. Yo, let me bust the funky lyrics. Touch this. Fresh new kicks and bands, you got it like that, now you know you wanna dance. So move out of your seat and get a fire girl and catch this beat while it's rolling. Hold on, pump a little bit and let the noise go on like that, like that. Einen besonders raffinierten Geschmack erreichen sie, wenn sie mit Knoblauch zubereitete Speisen nach dem Kochen noch einmal leicht besprühen. Ich glaube, wenn man es jetzt noch mal einsprühen, ist es bestimmt noch besser. Wie isst denn du das? Das ist ja sau heiß. Mhm. Ha. Findest du, das schmeckt so knoblauchig? 7-mal, 8-mal, 9-mal, 10-mal, 11-mal. 12-mal, doppelt so viel, wie die gesagt haben. Also jetzt wird's langsam, schmeckt's langsam wie diese Supermarkt-Aufback-Dinger. 13-mal, 14-mal, 15-mal, 16-mal. Es riecht intensiv, wenn man an der Packung riecht. Es riecht gut, wenn man es raufsprüht. Es schmeckt für jeden, der Knoblauch nicht so gern mag, wahrscheinlich sensationell, weil es einen ganz leichten Knoblauchgeschmack hat. Sehr salzig sonst. Probier mal das, jetzt habe ich noch ein bisschen mehr drauf gesprüht.
Was ist denn da drauf? Das ist unser Trend. Ich musste die auch gerade essen, insofern hast du jetzt auch die Ehre. Okay. Nein, du bist heute echt komisch drauf. Also ich teste es jetzt an niemand anderem, weil das ist irgendwie ein bisschen langweilig, deine Reaktion zu dem Ganzen. Ich fand es total eklig, es sieht auch wirklich eklig aus. Und wir schauen uns mal, wie andere Leute drauf reagieren. Aber mit Pupa. Gibt es davon noch was anderes? Andere Leute. Do you guys speak English? Yeah. Because we have new snacks here. They're brand new. It's basically insects and they're supposed to taste great. I tried some. Are you serious? Insects. Would you eat? Salt vinegar. What do they want? I'll try it. Are you serious? No. Go for it then. Are you fucking serious? I'm serious. Try them. They're really good. Are they real animals? Or? Mm-hmm. I'm serious. They're fried. But they're fat-free and pure protein. Are you serious? How cream and onion? I had some. They're not that bad. Okay, shit. Which one do I have to have? This one. Okay, on three. One. Two, three. Fuck that. I don't know if they taste too great. No, this tastes like, It tastes like barbecue. Yeah. Oh, I could eat more of these. I'll do the whole pack. Oh, fuck you. You want to do the whole pack? I'll do one. Give it to you. Do the whole pack. Give it to you. Give it. So, do you reckon it's a new trend, or do you reckon it's complete bullshit? Complete bullshit. A lot of stupid idiots like us will do it. We're from Australia. It's like it's a webpage where you can always put new trends on, and all our users said this was the newest trend, and so we're testing the trend and trying to see if it's really going to be a trend or not. Would that be okay? Thumbs up for the trend. Maybe you could do the packaging a bit nicer. Ich teste gerade einen neuen Trend, ja? Und es ist total eklig. Es sind Tiere mit Chips-Geschmack. Richtung. Ich hab gesagt, wirklich nur nach dem Chips-Geschmack. Sind das richtige Insekten? Ja, ekligerweise ja. Sehr eklig. Wow, geil. Ich stehe voll ab. Ist ja auch Maden da. Aber die sind nicht wach, oder? Es ist nur Protein. Proteine? Mhm. Proteine sind sehr gesund, ja. Also findet ihr es schlimm oder findet ihr es gut? Oder würdet ihr es nochmal essen? Ja, nochmal würde ich schon essen. Würdest du es dir auch kaufen? Ich würde es essen, wenn es im Notfall wäre. Aber okay. So keine Chance. So, die Insekten haben wir jetzt einigermaßen getestet. Jetzt gibt es aber den nächsten Schocker. Und zwar gibt es vom selben Versand kann man hier auch diese wunderbaren Lollipops. Also manche sind wirklich eklig, wieder mal Skorpion, Made, sonst was. Und dann haben wir aber auch ganz coole, also hier ist zum Beispiel ein Chili-Lolli oder ein Jalapeno oder ein Margarita with Salt. Hier hatten wir auch mal Ameisen zum Lutschen. Also je nachdem, was Leute wollen, mal gucken, ob jemand die haben will. Ihr könnt auch mal den Margarita. Ich hätte hier auch noch Ameisen zu bieten, aber okay, also? Okay. Meinst du, das ist süß? Ich hätte noch Insekten zu bieten. Traust du dich sowas? Wow. Ein Skorpion oder so eine Made? Ja, der ist süß, schön. Also würdest du den, wenn du den im Supermarkt siehst, würdest du noch mal einen kaufen? Also findest du einen Trend oder findest du es einfach blöd? Blöd. Ein eindeutiges Bild, aber ist ja gut. Jeder hat eine eigene Meinung. Auch ein neuer Trend, die Chili-Gummibären. Zu meiner war unten. Doch, jetzt ist er scharf. Eins, zwei, drei. Der Trend schneidet besser ab. Du willst die Ameisen in Apfel? Ja. In Skorpion? Ja. Was ist da für ein Tier drin? Bei mir ist ein Chili drin. Ah, ja. Mhm. Weißt du, was bei dir richtig fies ist? Bei dir ist eine Ameise da ganz am Rand. Das heißt, du kommst sehr bald zu ihr. Das macht nichts. Es ist ein Trend. Ja, bin ich auch dafür. Also ob Chili-Lollipop oder Larven, es scheint dir irgendwie doch ein Trend zu sein, weil jeder will es mal probieren. Also nicht jeder, aber viele Leute. Insofern geht es weg mit die warmen Semmeln. Wir haben eine ganze Kiste voll. Falls ihr es auch mal probieren wollt, dann schreibt uns einfach und wir schicken euch ein Special, ein Surprise-Special von was immer wir noch übrig haben und hätten dann gerne auch eure Kommentare dazu, wie ihr es findet. Ich finde den immer noch eigentlich ganz lecker. Das ist nicht so ganz mein Fall, aber jedem das seine. Ganz viel Spaß und bis zum nächsten Mal. Ciao! Oh, und jetzt habe ich noch was vergessen. Den Fall könnt ihr natürlich auch gewinnen. Den hatte ich am Anfang an. Das ist ein totaler Hingucker. Perkins hat heute, glaube ich, tonnenweise Telefonnummern eingesammelt, seit er dieses Teil anhatte. Insofern, wenn ihr ihn haben wollt, schreibt uns oder eben für das Überraschungspaket von Insekten, Chili und Co. Gut, bis zum nächsten Mal.